Herzlich willkommen zu den Centix Einblicken, unserem wöchentlichen Format, mit dem wir Sie über die neuesten Erkenntnisse aus dem Centix Research und wie wir diese in den Centix Investmentfonds umsetzen, informieren. Ja, gestern haben wir die Veröffentlichung des IFOs bekommen. Die Schlagzeile lautet: Überraschender Einbruch bei den Erwartungswerten. Nun, ist das wirklich eine Überraschung? Natürlich für diejenigen, die ausschließlich auf die bekannten Indikatoren wie IFO oder ZDW setzen, ist es ja eine Überraschung. Aber wenn wir uns mal die folgende Grafik anschauen, wo wir den Zendix Konjunkturindex in Blau zusammen mit dem IFO in Orange und den ZDW-Index in Magenta dargestellt haben, dann sehen Sie, dass das eben keine Überraschung ist. Der Zendix Konjunkturindex ist der First Mover der Konjunkturindikatoren in Deutschland. Und er zeigte eben genau das, was der IFO uns gestern präsentiert hat, nämlich nochmal eine leicht verbesserte Lage und einen Rückgang bei den Erwartungen. Genau das zeigt uns oder zeigte uns der Sendix Konjunkturindex bereits schon am Anfang des Monats an. Und das ist keine Eintagsfliege, sondern Sie sehen das ja aus der Grafik heraus. Die Indikatoren haben eine gleiche Rhythmik. Nur was Sie hierbei immer bedenken müssen, der Sendix hat einen Vorlauf von bis zu 3 Wochen gegenüber dem IFO. Im Durchschnitt 2 Wochen gegenüber dem ZDW-Index. Ja, eine beachtliche Leistung. Aber die Frage ist natürlich, woher kommen diese Eintrübungen in den konjunkturellen Perspektiven? Nun, ein Markt, den wir da ganz besonders im Auge behalten müssen, ist der chinesische Aktienmarkt, der ja in den letzten 2 Tagen auch massiv nochmal am Aktienmarkt unter Druck gekommen ist. China scheint genau der Markt zu sein, der uns in der Sommerflaute mit ja, schlechten Nachrichten und Volatilität überrascht. Und auch diese Entwicklung kommt nicht gänzlich überraschend, denn wenn wir uns mal den Zendix strategischen Buys für den chinesischen Aktienmarkt anschauen, den ich Ihnen hier einblende, dann sehen Sie auch hier, dass das strategische Grundvertrauen der Anleger schon seit Monaten im Sinkflug ist. Die Entwicklung im strategischen Buys in China ist mit Abstand die schwächste unter den großen Aktienmärkten. Und das haben wir in den letzten Wochen Analysen ja immer wieder auch herausgearbeitet. Ja, was ist der Grund für diese Entwicklung? Nun, auf 2 Teilaspekte möchten wir Sie hier besonders hinweisen. Das eine blende ich Ihnen jetzt mal ein, ist der sogenannte Credit-Impuls in China. Das heißt, der Indikator, den Sie hier sehen, zeigt Ihnen in Orange an, wie sich die Kreditentwicklung in China darstellt. Und Sie sehen, dass diese Kreditschöpfung schon seit einigen Monaten im Rückwärtsgang ist. Die chinesische Zentralbank ist bei weitem nicht so expansiv. Und in diesem Chart sehen Sie noch in Blau unseren Konjunkturindex für die Region Asien ex Japan, was im Wesentlichen ja dann China umfasst. Und Sie sehen, dass dieser Kreditimpuls der konjunkturellen Lage vorwegläuft und dass wir auch im Zendix-Konjunkturindex für die asiatische Region schon einen Dreh haben. Und seit Beginn der Corona-Krise läuft ja China in den konjunkturellen Entwicklungen vorweg. Wir erinnern uns, China war ja das erste Land, was stark von Corona betroffen war, war aber auch das erste Land, was bereits im April letzten Jahres schon wieder deutlich verbesserte Wirtschaftsdaten hatte, weil China, die auch relativ schnell die Restriktionen, die Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben hatte und per Saldo sogar ganz ordentlich aus dem schwierigen Jahr 2020 rausgekommen ist. Aber es ist natürlich klar, dass hier eine gewisse ja, Verschlechterung einfach in der Mache ist. Wir müssen davon ausgehen, dass die konjunkturellen Daten auch sich noch einige Wochen eher von der enttäuschenden Seite zeigen werden und das strahlt in die anderen Regionen aus. Ja, und einen anderen Aspekt möchte ich Ihnen noch zum Abschluss zeigen, der dann vielleicht auch nochmal einen Hinweis gibt, dass wir auch für die USA uns ein bisschen Gedanken machen sollten. Nämlich, ich habe Ihnen mal hier einen Chart dargestellt, wo Sie sehen einmal die Entwicklung der chinesischen großen Tech-Konzerne, Alibaba, Tencent, gehören da dazu im Verhältnis zu den großen amerikanischen Technologiekonzernen. Und da sieht man, dass seit einigen Monaten die Schere zwischen diesen beiden Regionen auseinanderläuft. Normalerweise haben wir einen sehr großen Gleichlauf der Tech-Konzerne und hier haben wir doch eine sehr großes Auseinanderlaufen, was ja nichts anderes bedeutet, dass chinesische Konzerne entweder eine schlechtere Entwicklung aufweisen oder
ja, hier jetzt von der Bewertung her natürlich relativ gesehen günstiger werden. Und wenn sich die Schere wieder annähern sollte, dann könnte sich daraus natürlich für den Nasdaq ein Problem entwickeln. Also zusammengefasst, wir haben an unserer Aktienstrategie insofern etwas verändert, dass wir diese Verschlechterung, die wir hier auch von der technischen Seite jetzt nochmal präsentiert bekommen, dahingehend zum Anlass nehmen, dass wir wieder etwas defensiver auf der Aktienseite uns ausrichten. Wir bleiben nach wie vor positiv bei Gold. Und ja, wir sind jetzt im saisonal schwierigen Fenster. August, September sind die beiden mit Abstand ja schwierigsten Monate am Aktienmarkt. Und China ist für uns durchaus eine Quelle von Volatilität für diese Sommermonate. Und ja, man kann schon fast sagen, wir würden uns freuen, wenn es hier auch mal durchaus ein bisschen zum, ja, ein bisschen turbulenter werden würde, wir auch nochmal in eine Phase reinkommen, wo wir wirklich explizit Angst messen, vielleicht auch etwas defensivere Positionierung, weil das würde uns natürlich in unserem Ansatz insofern gut gefallen, weil es uns die Möglichkeit gibt, dann unsere Aktienquote antizyklisch wieder zu erhöhen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiter eine erfolgreiche Woche und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.